Liefen 6000 britische und amerikanische Schiffe aus englischen Häfen nach Frankreich aus. Das ist die Normandie, der nächste Schritt bei der Befreiung Europas. Um 0600 werden General Bartons Männer mit einem kleinen Schiff ungedeckt an Land gehen. Ihr Überleben hängt von ihnen ab. Die Navy kann unsere Landungstruppen erst nach der Neutralisierung einer Batterie deutscher Küstengeschütze unterstützen. Die Geschütze erhalten ihre Koordinaten von einer Bunkeranlage. Wir müssen den Funkverkehr des Feindes durch die Zerstörung dieser Radarantenne stören. Außerdem muss der Beobachtungsturm weg. Wenn der Feind erst einmal blind und taub ist, hat er keine Chance mehr. S2 und S3 gehen davon aus, dass wir auf feindliche Panzer stoßen werden. Wir werfen deshalb in der Nähe der Landezone M18-Pakete ab. Meine Herren, Sie spielen eine wichtige Rolle beim Sturz der deutschen Tyrannen. Viel Glück! Der Beobachtungsturm ist immer noch aktiv. Alle
zu sichern. Thank you.
Kommen Sie! Zurück in Deckung! Feindliche Infanterie-Schutz! Lasst sie nicht mehr! Erledigt den Angreifer! Vorsichtig! Rücke vor! Laut Tech Corporal Riesenburger ist das Antennenrelais immer noch funktionstüchtig. Finden und zerstören Sie es, koste es, was es wolle.